Hi, hallo und herzlich willkommen bei Aufgeträumt. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute möchte ich gemeinsam mit dir mein Bad aussortieren und auch so ein bisschen putzen. Jetzt keinen richtigen Frühlingsputz, der kommt in einem extra Video, aber einfach alle Schränke einmal durchwischen und hier ein bisschen Ordnung machen. Mal schauen, ob wir sogar was finden, das wir aussortieren können. Ich würde sagen, ich zeige dir erstmal, wie es vorher aussieht. Zum Vorher. Ich denke, die meisten von euch kennen mein Bad schon. Wir starten heute mal auf der Seite. Hier hängt eine Pflanze. Dann gibt es hier Parfum. Hier in dem Regal bewahren wir unsere Shampoos und Sonnencreme auf. Wir haben hier super viel vom letzten Urlaub übrig. Genau, dann so allerhand Sachen. Ich denke, da wird heute hauptsächlich durchwischen die Sache sein. Dann hier hinten befindet sich unser Duschgel, da werden wir durchputzen. Hier befindet sich eigentlich auch nicht wirklich was. Dann da oben haben wir einmal Zahnputzkrams und Stecker, Ladekabel und so weiter. Und ein bisschen was für die Haare. Waschbecken muss natürlich auch mal geputzt werden. Pinsel habe ich schon gewaschen, war fleißig heute Morgen. Genau, dann haben wir hier Zahnpasta bzw. Zahnputzzeug, mein Schrank und hier ist Robins Schrank, der wird aber unangetastet gelassen und wird einfach nur einmal durchgewischt. Genau, dann haben wir hier alles zum Thema Haare, hier muss ich auch einmal durchgucken, weil es oft nicht mehr zugeht. Und man sieht auch hier, also es gehört mal wieder geputzt, schlicht und ergreifend. Und auch unten drunter haben wir so ein bisschen Thema Vorrat. Und auch hier, man sieht schon, es ist mal wieder nötig. Wann hast du das letzte Mal deinen Zahnbürstenkopf gewechselt? Ich habe das an dieser Stelle getan, denn man sollte das tatsächlich alle 3 Monate oder nach einer Krankheitsphase tun. Und das als kleiner Reminder für dich, falls du das schon länger nicht mehr getan hast. Nachdem mein Zahnputzschrank dann auch hiermit fertig war, geht es weiter an meinen Pflegeschrank. Und hier ist wie immer die Devise, erstmal alles rausräumen, dann wird ordentlich durchgeputzt. Und im Anschluss daran werden die Sachen wieder einsortiert, beziehungsweise wird sich erstmal überlegt, was überhaupt bleiben darf und was nicht. Denn in Deutschland ist es so, dass tatsächlich auch Make-up-Artikel und so weiter ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Das erkennt ihr an 3, 6 oder 12 Monaten, die auf den jeweiligen Titeln drauf sind. Ich nehme das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum definitiv nicht so genau, wie es da steht. Aber ich denke, es ist vielleicht nicht immer gut, Sachen 3 oder 4 Jahre geöffnet zu benutzen oder eben nicht zu benutzen, denn das ist ja schon ein Indikator dafür, benutze ich die Sachen oder nicht. Und wenn man sie nicht benutzt, dann dürfen sie auch ohne schlechtes Gewissen einfach einmal gehen und ausziehen. Und wir ersparen uns damit vielleicht auch die ein oder anderen Pickel. Mein Waschbecken wird an dieser Stelle einmal mit dem Universalstein geschrubbt. An dieser Stelle unbezahlte Werbung, ist selbst gekauft und ich mag das Produkt wirklich sehr. Kann ich dir ans Herz legen. Es gibt so einen kleinen Abperleffekt und ich weiß nicht, was heute mit dem Autofokus los war, aber er hat heute ein bisschen Faxen gemacht. Also entschuldige dafür, es ist hoffentlich gleich wieder vorbei.
Ja, nachdem dann auch das Waschbecken einmal geputzt war, geht es hier weiter mit der ersten Schublade. Wie immer, alles raus, einmal durchwischen und einmal durchsortieren, was bleiben darf und was nicht. Mittlerweile ist es circa einen halben Monat später, 2,5 Wochen später. Und es sind nochmal einige Sachen ausgezogen, beziehungsweise ich habe einige Dinge nochmal hinterfragt. Aber das wirst du in dem nächsten Video, wo wir gemeinsam das Bad putzen, werde ich dir da nochmal einen kurzen Überblick geben, was sich da jetzt so ein bisschen verändert hat. So langsam aber sicher geht es ans Eingemachte. Wir kommen zu der unteren Schublade und hier geht es eigentlich auch wieder darum, erstmal alles raus, alles gucken, was davon benutze ich tatsächlich, was benutze ich nicht oder was gefällt mir vielleicht auch einfach nicht. Denn es ist nicht immer notwendig, tatsächlich auch Dinge, die man wirklich gar nicht mag, aufzubrauchen. Also bin ich einfach der Meinung. Wenn mir was gar nicht gefällt, dann ist es auch in Ordnung, wenn ich das einer Freundin gebe, verschenke. Ich finde es nur traurig, wenn es im Müll landet. Aber da muss auch jeder, denke ich, seinen passenden Schlüssel finden. Nachdem die Schublade auch aussortiert und wieder eingeräumt war, wird natürlich auch noch die Schrankfront, ja, die Schrankfront geputzt. Ja, tatsächlich ist mir direkt nach dem Video die erste Schublade abgebrochen. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Aber ich bin auf der Suche nach neuen Griffen. Ja, schauen wir mal, ob ich was Ordentliches finde. Ja, hier geht es dann eigentlich auch schon weiter mit dem nächsten Schrank. Wir wischen uns wie immer von oben nach unten. Und natürlich wird auch in den Schränken einmal durchsortiert. Ja, es geht heute definitiv mehr ums Aussortieren als ums Putzen, aber auch die Badewanne kriegt natürlich hier ein Fresh-Up, denn wenn schon die Schränke innen drin clean sind, dann sollte auch schon die Badewanne und auch der Rest einfach sauber und ordentlich sein, damit man es gut genießen kann. Genau, hier reibe ich die Badewanne auch nochmal mit dem Universalstein ein, wie schon auch das Waschbecken, auch wieder hier unbezahlte Werbung an dieser Stelle, selbst gekauft. Genau, und dann zeige ich dir eigentlich auch schon fast das fertige Ergebnis. Starten wir wieder hier. Pflanze ist natürlich noch da. Am Parfum hat sich auch nichts geändert. Hier ist eigentlich nur eine Flasche nach da drüben gewandert. Ansonsten habe ich hier quasi auch nur einmal durchgewischt. Und das in allen Schubladen eigentlich. Genau. Dann da oben habt ihr ja gesehen, wie ich es fertig gemacht habe. Hier ist auch einmal wieder ordentlich und einfach sauber. Aber es hat sich jetzt nicht viel geändert. Aber darum ging es mir eigentlich auch, dass wir hauptsächlich mal durchputzen. Weil eigentlich sind alle Produkte gut in Verwendung. Und so mag ich das auch. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten.
Ich freue mich schon aufs nächste Video. Hoffentlich bist du mit dabei. Ich würde mich wie immer freuen über einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben und ein Abonnement, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, eure Laura von Aufgeträumt.